Nach Snacks suchen, Drinks für Eriks Party finden, Papa um Geld bitten, eine Decke finden. Okay. Was haben wir hier? Guck mal, Anna. Oh, so viel zu lesen. Erst so viel Video, jetzt so viel lesen. Coach Aaron, kein Training heute, Team. Verstanden. Überdehn dich heute nicht und keinen Stress mache ich nicht. Ich bin bereit fürs Rennen. Das seid ihr alle. Ich bin stolz auf mein großartiges Team. Ruht euch aus. Gute Nacht, Coach. Jason, du bist heute ein gutes Rennen gelaufen. Nicht genug, Coach. Tut mir leid. Hab dir gesagt, du brauchst dich nicht zu entschuldigen. Du hast am Ende etwas gestrauchelt, aber das können wir richten. Wir müssen nur in dein Tempo arbeiten. Ich hab's versucht. Wir haben's gesehen. Habe ich, du bist schnell und hast Kampfgeist. Nicht jedes Rennen gehört zur Olympiade. Ich bin stolz auf deine Leistung. Gewinnen wäre besser. Vielleicht ist es nicht mein Ding. Tut mir leid. Ups, danke für die Unterstützung, Coach. Danke, dass du bist, Sean. Wir reden morgen beim Training weiter. Hol dich, Sprinter. Okay. Gelesen hält wach. Spiel ab 9. Bin dabei. Wie steht's mit Eric? Hängt mit Megan rum. Was auch immer. Sei nicht neidisch. Ach, bitte nicht mal Stil, Layla. Scheiß Aufgaben. Okay, ich kaufe Snacks. Boy, right back. Mach nur bereit zum Umnieten. Whatever. Boss. Schauen, Katze hat dafür zu. Hey Boss, ja, du bist mein Held. Ich schulde dir was. Wie wär's mit Gehaltserhöhung? Verbindung war weg. Ich sehe dich um 15:30 Uhr. Aber schon, die hast hier. Wie viel verspätet? 15 Minuten Lauftraining. Tut mir leid, Boss. Komm so schnell wie möglich. Hier ist viel los. Bring mir so ein Pumpkin Spice Ding mit und wir sind quitt abgemacht. Hey Boss, schon, die hast hier. Wie viel verspätet? Krank. Kater? Niemals. Wie krank? Krank aus beiden Öffnungen. Igitt, bleibt zu Hause. Tut mir leid. Ja, gut. Würdet ihr so mit eurem Chef sprechen? Hey Chef, krank. Wie krank? Aus beiden Öffnungen. Hä? Also entweder ist das eine sehr weirde Übersetzung oder... Okay. Larry, bist du da? Hast du mein FB gesehen? Nein, es ist 4:20. Ich relaxe im Park mit Layla. Es ist 5:17, aber okay. Siehst du an, du Kiffer. Das haben mir meine Eltern gerade geschickt vom letzten Rental. Das wurde Papa wird durchdrehen. Die Weiber stehen auch drauf. Wo? An welcher Schule? Du bist eine Nullnummer. Ja, aber guck dir die Trophäe an, du Arsch. Größe spielt keine Rolle. Layla. Wer ist überhaupt Layla? Ach, es ist unsere Freundin da eben. Och, scheiße. Kannst du nicht hören? Die nachfolgenden Programmpunkte verschieben sich um einige Stunden. Ja, und bei euch so? Ja, so reden, das würde ich nichts ausmachen. Lol. Hey, wach auf! Du glaubst nicht, was gerade passiert ist. Behandle mich nicht wie ein Geist. Buh. Netter Versucher, ich bin ein Ghostbuster. Du glaubst nicht, was gerade passiert ist. Nein, du bist ein Arsch. Das hat sie gesagt. 2010 hat angerufen und will sein Meme zurück. Wir müssen reden. Bist du da? Ja, aber erledigt. Dreh nicht an Arbeit. Öde. Sei nicht neidisch, lass mich was essen, dann bin ich für dich da. Okay, Skype später. Bereit für Skaten morgen? Ich habe meinen neuen Untersatz. Ich sehe dich im Park. Bin um 4 da. Ich werde um 3 da sein. Willst du dir hier die neue Folge angucken? Gerade runtergelangt. Ich arbeite heute. Sorry, warum musst du arbeiten? Damit ich dir ein Ticket für Misty Mais kaufen kann für deinen Geburtstag. Tut mir leid. Was? Hör auf, nie im Leben. Ja, aber ja doch. Oh mein Gott, ich liebe dich. Jetzt weiß ich wieder, warum du mein bester Freund bist. Du hast es verdient. Manchmal bist du noch auf Arbeit. Leider. Ich brauche Hilfe bei Statistik. Oh, oh. Epische Unterhaltung im Anflug. Doch Layla Hawking ist hier, um mich zu retten. Scheiße. Dämlicher Kunde will noch einen Mocker reden heute Abend. Okay, vermiss mich nicht. Hey, was? Du bist scheiße. Okay. Gehst du zum großen Spiel? Scheiß auf den Lärm. Unser Team ist scheiße. Anna will hin. Sie mag die engen Hosen. Was auch sonst. Du gehst nicht. Alter, Laufen ist genug Sport für mich. Wer zur Sportskanone? Hör auf. Komm schon. Wenn ich hin muss, musst du auch. Bitte? Hallo? Ich hab dir einen YouTube-Link geschickt. YouTube? Siehst du an. Fick dich. Jetzt blutet in meinen Augen. Du bist sowas von zu spät am Arsch. Zu müde nach gestern Nacht. Deine Schuld, du Kiefer, und ich musste Daniel zur Schule bringen. Ah, bring meinen Liebsten mit her. Klar, bin schon dabei. Soll ich Allison sagen, dass du zu spät kommst? Sag ihm, er kann mich mal. Ich habe eine OPE für die erste Stunde. Es ist eine OPE. Offizielle Papa-Entschuldigung. Warum ist dein Vater so cool? Adaptier mich. Nie im Leben, du isst zu viel. Du würdest uns Taco um Taco ruinieren. Aber ich liebe Tacos.
Ja, ich bin angepisst, du. Leg die Bong weg. Ich kapier's nicht. Ich bin angepisst von dir. Warum? Ich hab dir gesagt, warum, wann, wenn ich ankomme. Jetzt? Hallo? Herzlichen Glückwunsch. Du bist fast eine richtige Erwachsene. Und du hast eine sehr erwachsene Nacht mit Trinken verbracht. Hab Nachsicht mit mir. Mamilein hat mich zu ihrer Schwester geschleift, war so öde, hat mich von meinem Cousin betrunken. Jetzt fühle ich mich wie Pupu. Das darf man nur als Erwachsener. Du musst dich entgiften. Geht klar, Coach. Danke für den Hinweis. Ich entgifte mich. Nach Misty Mais heute Abend. Yeah, wir lassen es in der Late Bar krachen. Kann's kaum erwarten. Ich schlucke nur kurz mein Gewicht in Tylenol, dann Skype für Plan. Stimme ist weg, wie erwartet. Bester Geburtstag aller Zeiten. Danke nochmal, Alter. Liebe dich. Hey, kennst du Jen Murphy? Ist für einen Freund. Oh mein Gott, ich wusste, du stehst total auf sie. Hör auf, sie ist super niedlich und nett. Ich bringe euch zwei zusammen. Hör auf, Leila, kein Sterbenswort zu ihr. Du tust es nicht, also muss ich. Alter, hallo. Jen hat mich im Unterricht nach meiner Nummer gefragt. Was hast du ihr gesagt? Dass du ein Loser bist, aber sie steht auf Loser. Im Ernst, was hast du gesagt? Verdammt, entspann dich, Mann. Ich habe nur gesagt, ihr zwei solltet mal abhängen. Tut mir leid, dass du mich kümmert. Oh, scheiße, nicht mein Job. Bist du echt sauer? Hast du Jen getextet? Nein, mache ich aber wann? Bald, kneif nicht, Loser. Aber, Alter, hab den Bus wieder verpasst. Check Lipton die Anwesenheit. Yep, hab ihm gesagt, du warst zu high. Alter, Witz, hab ihm gesagt, bist vermutlich trainieren. Danke, stimmt doch fast. Ich renne. Den Schweiß muss ich nicht mal vortäuschen. Eklig, holla, du hast gerufen, hi Laila. Smiley, Daniel, ja, was machst du gerade? Ich unterhalte mich mit meinem bisschen Dias. Der kleine Scheiße hat sich mein Handy genommen, sei nett zu meinem Freund oder ich trete dir in den Hintern. Hast du dir die Gestörten angeguckt? Natürlich, Papa ist so sauer, dass er mich nach dem Joint gefragt hat. Ich ertränke meinen Kummer in Pupu. Auch nicht schlecht. Scheiß drauf, ich geschlafen. Okay, Alter, grübel nicht so viel. Ich versuch's, danke. Im Ernst mal. Es wird doch nicht gewinnen, oder? Weiß nicht, Mann. Scheiße, ich will nicht mehr auf diesem Planeten leben. Unterhalten sich Jugendliche so? Ey, no joke. Skype ist sowas so 2015. Unterhalten sich Jugendliche so? Wie lange reden die? Vor allem, wie reden die? Ist das anstrengend? Ach, wieder kürzer. Holla, da, du hast deine Schuhe vergessen, Kiffer. Kein Scheiß, die sind fies, genau wie du. Ey, Team, bleibst bei heute? Ich kann nicht, was zum Teufel, zieh nicht den Schwanz ein. Mein Patre muss arbeiten, also muss ich bei Daniel bleiben. Pupu. Bring ihn mit. Fick dich, sorry, ich muss den großen Bruder spielen. Geht nicht ohne. Sag Bescheid, wenn Papa Bär früher nach Hause kommt. Wir sammeln dich ein. A-Team, Halloween-Party in der Hütte nächsten Freitag. Bring Getränke mit. Ja, warum nicht? Du kommst oder ersetzt was? Ersetzt Nada, du Kiefer. Leck mich am Arsch. Laila kommt. Sie ist echt die coolere von euch beiden. Kein Scheiß. Das sind alle interessante Gespräche. So, jetzt hier. Jetzt kommt Jen. Hui, 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 hui. Hey Jen, Sean Diaz hier. Ja, man sieht ja auch das Bild. Hey, was geht? Oh, du müsstest meiden. Nicht viel bei dir. Relaxe mit Smack Netflix. Mit Smiley würde ich jetzt auch gerne die Mathehausaufgaben machen. Mich fertig. Brauchst du Hilfe? Ja, glaub schon. Klar, geht morgen nach der Schule. Das ist super. Kannst kaum erwarten. Die Hausaufgaben sind diese Hausaufgaben zu erledigen. Smiley, hey, ich bin jetzt in der Bibliothek. Cool, ich bin unterwegs. Wie ist der Test gelaufen? Habe ich zwei. Du bist die Beste. Hurra, freut mich, dass ich helfen konnte. Ich schulde dir was. Das werde ich mir merken. Wie geht's dir? Bist du noch da? Sorry auf der Arbeit. Übel gelaunter Boss. Ich will dir keinen Ärger einhandeln. Melde dich später, wenn du magst. Okay. Goldberg ist heute krank. Er hat sich nicht später gemeldet, scheinbar, weil da sind 4 Tage dazwischen Pause. Also, wenn man was von einem Mädel will und die sagt, melde dich später, wenn du magst, dann meldest du dich später, wenn du magst. Was ist los mit dem Jungen? Goldberg ist heute krank. Super. Ich war zu spät, wie immer, gern geschehen. Hey Jen, gehst du heute auf die Party? Wäre super, dich dort zu sehen. Ja, das ist doch kein Wunder, dass sie da nicht mal schreibt, wenn du dir 4 Tage hängen lässt, nachdem sie dir schreibt, du sollst dich melden, wenn du magst. Das heißt nicht, wenn du magst, das heißt, melde dich später, sonst ist die Tür zu. Heieieiei. Oh, Stefan. Sohn, hast du vergessen, dass du mir in der Werkstatt helfen wolltest unterwegs? Ich habe es dir ja nur 10-mal gesagt. 2-mal sei kein pampiger Papa.
Warte, bis du hier ankommst. Oh, hab dich lieb. Haha, so leicht kommst du nicht davon. Kannst du heute deinen Bruder von der Schule abholen? Bitte, bitte. Heute ist der Tag der Kundenbeschwerden. Papa, ich hatte Pläne mit Laila. Ich auch, nur nicht mit Laila. Ich kann nicht alles alleine erledigen. Miu. Ich weiß, okay, Schuldgefühle einreden 2016. Danke sehr, Sohn. Tolles Rennen heute, Sohn. Stolzer Papi. Tolles Rennen heute, Sohn. Stolzer Papi. So rede ich später auch, wenn ich mal Kinder habe. Hast du toll gemacht, Sohn. Tolles Rennen. Stolzer Papi. Stolze Mami. Hast du selbst so erlebt, siehst du? Ich weiß, wovon ich rede. Denke ich, bin bei zu Hause, hänge noch mit den Tieren rum. Okay, ich koche heute mit Spezialnudeln, damit du wieder zurechtkommst. Lecker, super. Viel Spaß auf dem Konzert, Sohn. Ich hoffe, Laila gefällt dir Geschenk. Danke. Keine Dummheiten. Jedenfalls nicht zu viele. Keine Sorge, Papa. Lieb dich, Papito. Oh mein Gott, du bist jetzt schon betrunken? Warum? Ist da so viel Zeit dazwischen? Nee. Keine Sorge, Papa. Lieb, weil er lieb dich geschrieben hat. Liebe dich auch. Bist du noch auf der Arbeit? Ich besorge heute Abend was von Red Dragon. Falls es dir und deinem Bruder passt, dann direkt nach Hause. Cool, bin hungrig. Hi, hungrig. Ich bin Papa. Das finde ich lustig. Cool, ich bin hungrig. Hi, hungrig. Ich bin Papa. Schön, ja. Das ist genau mein Humor. Gesichtspalme reicht dir nicht mehr. Papa Witze Simulator 2016. Den würde ich spielen. Du bist in Schwierigkeit. Tut mir leid, dein Bruder hat sich das Handy geschnappt. Aber du bist in Schwierigkeit, den Sohn. Oh, ruf mich sofort an. Ein Kunde hat mir Tickets für Luca Bribra für den Freitag gegeben. Da du die Hausrecht hast, bleibt dir nichts anderes übrig, als mit mir zu kommen. So cool, bestrafe uns dann echt nicht dein Ding. Ich weiß, mach dich bereits feiern. Muss ich eine Maske tragen? Nun, ich würde ein tolles Team sein. Los, Dias, Blos, Locos. Ich habe heute einen Haufen Hausaufgaben zu erledigen. Ja klar, ich sehe dich im Ring. Ihr seid verrückt. Aha. Bist du beim Fernsehabend dabei, Mio? Top Gear und Pizza? Klingt cool, aber ich habe dir von Eriks Party erzählt. Oh ja, der Hüttenjunge. Da müssen wir uns unterhalten. Echt? Ich war schon mal da. Bist du bald zu Hause? Ah, warte! Scheiße, ich muss das nochmal aufrufen. Da war noch eine Seite. Ja, ja, da war noch eine Seite. Hier. Hey, noch mehr zu lesen. Hi, Sohn, ich hoffe, du wirst mit diesem neuen Skizzenbuch Wunder wirken. Bin mir sicher, das wirst du, falls du nicht zu faul bist, damit anzufangen. Ich weiß noch, dass deine erste Zeichnung von mir war. Kannst du mein gekonntes Porträt von dir übertreffen? Okay, ich überlasse die Kunst dir und kehre zu meinen Motoren zurück. Feliz cumpleaños 16 für 2016. Ich liebe dich, dein Papi. Okay. Aha. Oh ja. Das ist cool. Stacy, Stacy. Stacy, Stacy, das sieht cool aus. Das wäre cool für ein Computerspiel. I'm not a Peter. Thank God for Laila and her silly jokes. Jen, das ist Jen. Olli, Olli, Oxenfree, Motherfuckers. Sunday Game Sunday. Mystic Mice, Wicked Knights. Knights mit TZ, okay. Okay. Das sind verrückte Zeichnungen. Oh, da ist die Nummer, okay. Nochmal Laila. Das können wir lesen. Was zum Teufel stimmt heute mit Mrs. W nicht? Sie ist so feindselig. Kein Plan, vielleicht ist der neue Mann stiften gegangen. Wäre nicht das erste Mal. Ist okay, du siehst mir so aus. Hab wieder Insomnie. Scheiße, was sagt dein Therapeut? Nichts. Er verschreibt weiter Schlafpillen.
Danke, Doktor. Offensichtlich, er ist ein Scharlatan. Ich weiß, ich muss meinen neuen suchen. Lass mich in dein Skizzenbuch sehen. Oh mein Gott, du hast Jen gezeichnet. Du Stalker! Wie kommt's, dass ich nie gezeichnet werde? Sieh dir das an. Es wären dann 200 Dollar. Okay. I guess. Okay. Das sind die Lesezeichen. Okay. Jetzt habe ich da alles angeguckt.